Das Weihnachtshilfswerk ist ein Begriff und den gibt es in vielen anderen Kommunen auch. Und wir sammeln unter diesem Begriff Geld für Menschen, die nicht so viel haben wie andere. Und wir wollen diesen Menschen eben helfen, ich sage mal, durch eine schönere Weihnachtszeit zu kommen. Und es gibt einen Verteilerausschuss, der von der Stadtvertretung hier gebildet wurde, der dann darüber entscheidet, welche sozialen Einrichtungen oder welche Familien dann welche Beträge bekommen können. Ja, über die Jahre hinweg, das sind mittlerweile Jahrzehnte, hat sich die Summe auf ca. 25.000 Euro entwickelt. Man muss dabei aber berücksichtigen, dass wir auch eine Inflationsrate haben und wir uns für das Geld, was wir haben, immer weniger kaufen können. Und so gilt es natürlich auch fürs Weihnachtshilfswerk. Deswegen wünsche ich mir natürlich aus diesem Grund der Inflation einen weiteren steigenden Betrag, aber eben auch ohnehin noch die weitere Beteiligung anderer Unternehmen an diesem Weihnachtshilfswerk, weil wir da wirklich sehr, sehr Gutes mit tun können für bedürftige Familien und auch Seniorinnen und Senioren. Ja, das Unternehmen Famila ist ja eine gesetzte Größe. Seitdem ich Bürgermeister bin, 10 Jahre, treffen wir uns hier jedes Jahr und ich weiß, dass es vorher auch schon so war. Und unser Unternehmen Stadtwerke GmbH ist eine 100%ige Tochter der Stadt, hat heute auch einen Betrag gespendet. Das halten wir für eine sehr gute Geste, dass unsere Gesellschaften, die wir in der Stadt ja führen, auch der Bevölkerung von dem, was sie erwirtschaften, etwas zurückgeben. Ja, wir haben uns eben in der Geschäftsführung dazu entschieden, dass wir an den Standorten, wo wir eben mit Famila angesiedelt sind und uns besonders wohlfühlen, auch in der Zusammenarbeit mit der Verwaltung, dass wir da eben auch immer zum Weihnachtsfest von unseren Umsätzen oder von unseren Zahlen eben auch gerne was zurückgeben, insbesondere für die Bedürftigen, denen es nicht so gut geht. Und insofern, ja, machen wir das auch immer gerne in Kaltenkirchen beim Weihnachtshilfswerk. Und das, wie gesagt, eben auch schon seit über 20 Jahren, jedenfalls solange wir in Kaltenkirchen hier angesiedelt sind. Wir wünschen den Empfängern, denen es vielleicht, wie gesagt, über das Jahr nicht ganz so gut gegangen ist, dass sie jetzt zum Jahresende, gerade in dieser herausfordernden Zeit, die wir im Moment haben, vielleicht irgendwie sich ein Geschenk leisten können oder eine gemeinsame Veranstaltung haben, wo sie im Laufe des Jahres sonst nicht dazu kommen, dass sie eben ja zu dieser besonderen Zeit dann eben auch einen schönen Anlass haben, um gemeinsam Zeit zu verbringen oder sich an gewissen Kleinigkeiten zu erfreuen. Und wenn wir das gewährleisten können, dann haben wir alles getan, was in unserer Macht steht. Wir spenden dieses Jahr zum ersten Mal für diese Aktion. Es ist eine absolut lobenswerte Einrichtung, wo man bedürftigen Kindern und bedürftigen Menschen eben hilft und sie ein Weihnachtsfest irgendwie präsentieren kann, dass jeder ein besonderes Präsent bekommen kann. Und das Ganze geschieht im Rahmen der 20-Jahr-Feier der Stadtwerke Kaltenkirchen. Da haben wir in diesem Jahr uns 4 Projekte ausgesucht in Kaltenkirchen und haben bedürftige Projekte und Unterstützung hier geleistet. Wir wollten einfach Institutionen in Kaltenkirchen unterstützen, die sich sozial engagieren. Da sind verschiedene Institutionen dabei gewesen. Und jetzt gerade zur Weihnachtszeit eben ist das Weihnachtshilfswerk natürlich die erste Adresse, die man in Kaltenkirchen hier sich suchen kann. Ich hoffe, dass das Geld gut ankommt bei den bedürftigen Menschen und die sich eben eine Freude bereiten können und dieses Jahr ein besonders schönes Weihnachtsfest erleben können. Gerade in der schwierigen Zeit ist es ja umso wichtiger, dass man eben den Menschen auch hilft. Ich wünsche mir, dass das Weihnachtshilfswerk besteht, auch in noch ewigen weiteren Jahren, dass es wächst. Und dass die Menschen, die davon etwas abbekommen, Freude damit haben. Und für diese Weihnachtszeit wünsche ich allen eine gesegnete Zeit mit viel Ruhe und Besinnung. Weitere Informationen und Termine aus der Region finden Sie auf dem Online-Portal Ihres Stadtmagazins.